Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir werden heute etwas Besonderes machen. Wir machen einen Spezialauftrag. Und ich würde sagen, ich bin hier gerade in Stimmung für die Bosse. Also Moab-Wahnsinn, ich komme. 50.000 Startkapital. Um 50 Moabs zu besiegen, bist du dieser Aufgabe gewachsen. Ja, schauen wir mal. Ich denke schon, meine Lieblingsmap ist es. Jetzt müssen wir überlegen. Moabs, das heißt natürlich Bosse, ja. Was heißt Bosse? Das da. So, das werden wir dann da rauf, weil dann kann er da oben auch zur Not noch welche reinziehen. Der soll immer den stärksten nehmen. So, Boss-Upgrade haben wir. Dann werden wir natürlich den hier nehmen. So, dann nehmen wir mal das Mittel-Upgrade und dann schauen wir natürlich weiter, was wir noch machen. Einen Super-Monkey könnte man auch nehmen, aber das ist ein teurer Spaß irgendwie. Ist eine, ja, so eine Sache. Was könnte man noch nehmen? Ich würde sagen, indem da wirklich so viele Bosse sind, einen zweiten Bloon-Chipper. So, wieder den stärksten. Ich werde jetzt mal absichtlich verzichten auf... Nehmen wir das da. Und das da ebenso. So, ich werde absichtlich verzichten auf einen Super Monkey, weil das ist einfach zu teuer. Und ich dachte mir, wir werden noch etwas nehmen natürlich, dass die hier schön zerbombt werden. Weil wenn der natürlich die Moabs macht oder die Moabs machen, na, dann brauche ich auch was, was die, den Rest dann macht. Weil ansonsten gehen die alle hier durch. Das geht natürlich nicht. Jetzt ist die Frage nur, was. Ich würde sagen, ein guter alter Klugarner ist sicher auch nicht so verkehrt. Wo steht, stellen wir denn den hin? Am besten hier vielleicht. Der soll immer auf dem ersten gehen. So, der kriegt mal das. Und ich würde sagen, weil ja viele Bosse sind, ja, machen wir noch so einen. Auf den stärksten Boss-Upgrade. Und das war's. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. Bisschen was kann man noch machen. Ja, den würde ich jetzt eigentlich ungern nehmen. Das bringt es jetzt nicht. Nehmen wir noch einen Ice Tower. Ja, den hauen wir hier hin. So, dass die auch noch ein bisschen gefroren werden. Und los geht's, Leute! Es gibt nur eine Welle, 50 Bosse. Mal schauen, wie wir das bereiten. Die werden schön zugekleistert. Das funktioniert. Das ist auch wichtig, dass nicht alle hier auf die Spike Factory durchhapseln. Es sind eh schon genug da hinten. Oh, das wird nichts, das sehe ich schon. Okay, der erste Versuch war ein Fail. Müssen wir anders machen. Dann machen wir es brutal. Wir nehmen einen Super Monkey. Den Sonnengott. Und wir nehmen eine Spike Factory. Und wir nehmen einen Bloon-Chipper gegen die Bosse. Auf den stärksten soll er, also auf die Bosse. Und dann können wir uns eine zweite Nagelfabrik nur leisten. Und das war's, Leute. Das U-Boot geht nimmer. Was können wir noch machen? Wir können einen Glugana noch nehmen. Aber das braucht man nicht wirklich. Nehmen wir einen Sniper, weil es ja wurscht ist. Ja. Und der soll auf den stärksten gehen. So, los geht's. Zweiter Versuch, Leute. Ja, ich glaube, so geht's auf jeden Fall besser. Der Sonnengott, der haut da gut rein. Das ist auf jeden Fall weit besser hier. Er hat zwar viel zu tun, aber es geht, weil der Bloon Chipper saugt mal die wunderbar raus. Ich glaube, wir haben es. Jawohl, wir haben es geschafft. Nice one. War ein bisschen eine kurze Folge, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft und darum geht's. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich,
liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.